Wien ist eine ganz besondere Stadt mit sehr viel Natur. So viel Natur, dass man sich denkt, wow. Und ich zeige euch jetzt ein Wunder der Natur. Und zwar Raupen, die sich aus ihrem Zuhause hinaus gebrochen haben und um ihr Leben klettern. So, hier haben wir den ehemaligen Kokon mit den Raupen. Und wie ihr seht, da geht ein Faden runter. Das ist natürlich jetzt nichts für Leute, die Insektenphobie haben. Aber Gott sei Dank sind diese gelben kleinen Viecher. Erst mach Fokus, Kamera. Fokus. Ja, danke schön. Ja. Sind die fast süß anzusehen, nicht? So. Und irgendjemand, ich weiß nicht, ob sie selber waren, hat hier weiter, da ist noch jemand, weiter hinauf Faden gemacht und hinauf, hier teilt er sich hinauf, 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 bis da oben ins Geäst und da sind auch noch ganz, ganz, ganz viele Eier und solche Kokons, die sieht man jetzt nicht. Ja, aber das ist auch ganz fantastisch. So. Ja, wie ihr seht, die Natur ist in Wien ziemlich lebendig. Und das ist ja auch gut und schön so. Und hier sehen wir den Herrn Golovanov mitten in der Natur. Ein Bild. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Naja, er ist wirklich ein Meister in der Balance. Wurscht in welchem Bereich. Sagenhaft! Sagenhaft! Mhm. Ui! Jetzt ist er wieder am Boden der Tatsachen. Sagt der Anton, wir machen eine Abkürzung, um zum See zu kommen. Naja, na gut. Ich bin jetzt schon über zwei Baumstämme geklettert. Ja, und ich weiß nicht, in welche Richtung wir gehen. Und da geht er. Ganz selbstsicher. Juhu. Oh, du hast eine Raupe da! Ui, tschüss. So ist das. Oh, na, schau. Da ist der See. Wunderbar. Schaut euch das an. Sicher. Hier haben wir sozusagen einen Versammlungsort. Ja, das ist der sogenannte Schwärmerteich. Keine Ahnung, warum er so heißt. I don't know. Oder auch die Dächernlacke im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Welt.